So, hallo Leute, heute mal nicht am Wasser, heute bei mir in der Küche. Heute will ich euch einfach mal zeigen, wie man einen Plattfisch ganz einfach und gerätenfrei filetiert. Schöne Größe. Hier ist der Kiemendeckel. Wir schneiden sie von hier oben ein, bis auf die Wirbelsäule. Wirbelsäule durch. Und dann braucht man hier nur ziehen und hat gleich die ganzen Eingeweide mit draußen. Schon ist es sauber, nichts mehr drin. Ein bisschen abspülen, ausspülen, Brett ein bisschen abspülen. So, dann ist es ganz einfach. Man nimmt ein scharfes Messer, schneidet hier hinten, hier ist schon eine Linie vorgezeichnet, hat die Natur uns ein bisschen geholfen. Schneiden wir dran lang. So, dann fährt man hier ein bisschen zwischen mit dem Finger, setzt das Messer leicht schräg an und schneidet auf die Hauptgräte. Und wenn man an der Flosse angekommen ist, einfach ziehen. Das erste Stück, andere Seite genauso. Man merkt hier hinten, wie so ein Kamm, der hochsteht. Da muss man natürlich dahinter. Dann dreht man so um. Hier sieht man wieder diese Linie. Da dran lang schneiden. Messer etwas schräg, um auf die Gräte zu kommen. Ist nicht mehr viel über, Fleisch ist runter, Hauptgeräte weg. Jetzt kann man hier noch ein bisschen an die Feinarbeit gehen. Hier mal anfassen, hier spürt man noch Geräten. Die müssen noch weg. So, einmal hier hinten mit dem Finger festhalten, einschneiden bis auf die Haut, dann die Haut greifen, Messer schräg ansetzen und nur an der Haut ziehen. Zack, und schön saubere Haut, ne? Und dann kann man hier noch ein paar Feinarbeiten vornehmen. Das wäre das erste Filet. Hier drauf, auf die Haut, Haut greifen. Das passiert auch mal, ist aber nicht schlimm. Schneiden wir hier ein bisschen ein. Drehen es wieder um. Greifen die Haut. Und ziehen dann lang. Vier schöne Scheunenfilets. Und somit sind wir schon fertig. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this.